Wir waren bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer Niederösterreich, wo der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2014 abgelegt wurde. Wir werden uns damit beschäftigen, wie geht es den Menschen, den Arbeitnehmern in unserem Bundesland von Absicherung, von dem Bereich, dass man Schwächere in unserer Gemeinschaft, Gesellschaft auch unterstützt, bis hin zu leistbares Wohnen. Natürlich auch ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Niederösterreich und was uns besonders wichtig ist, auch ein klares Bekenntnis zu einer guten, stabilen Industrie. Und da hatten wir ja in der letzten Zeit leider einen Rückgang in Niederösterreich und wir wissen, dass Industrie sehr gut für qualifizierte Fachkräfte da ist und auch die Aus- und Weiterbildung in den Vordergrund stellt. Also wirklich eine große Palette von Aufträgen, die wir heute hier dann im Bereich der Anträge diskutieren werden. Unter anderem wollen wir die Gleichstellung von Arbeiter und Angestellte haben. Die Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Thema, das hat auch die FSG-Fraktion eingebracht. Wir möchten, dass Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr ausgebildet werden. Man muss die einfach in die Pflicht nehmen, dass jeder bis 18 Jahre eine Lehre machen kann. Wir haben zum Beispiel ein Projekt laufen, wo wir auf die neue Arbeitswelt in der Weise eingehen, dass wir das also auch für uns nutzen werden. Also ich spreche nur zum Beispiel von Elementen wie Digitalisierung. Das heißt, wir wollen auch unsere Serviceleistungen nicht nur sozusagen face-to-face, also sozusagen vor in unserem Bezirk stellen und auch telefonisch anbieten, sondern wir wollen es auch über neue Medien, Internet und so weiter anbieten. Wenn man sich anschaut, wie lange es die Arbeiterkammer Niederösterreich gibt, hat der Präsident heute gesagt, es ist eine stolze Leistungsbilanz. Ja, ich glaube, da kann man wirklich stolz sein. Auf der ganzen Welt gibt es keine solche Sozialpartnerschaft wie in Österreich. Das muss man hochhalten. Besteht mittlerweile seit 17 Jahren, seit 70 Jahren und wie man sieht, gemeinsam mit der Gewerkschaft, auf der anderen Seite mit der Wirtschaftskammer, haben wir für die Österreicherinnen und Österreicher schon sehr viel erreicht. Mit unseren Rechtsberatungen, mit unseren Konsumentenberatungen stellen wir, glaube ich, ein sehr wichtiges Hilfsinstrument dar für alle, die in dieser heutigen Zeit in ihrer Unübersichtlichkeit Hilfe benötigen. Es gibt ja Umfragen von unabhängigen Meinungsinstituten, die Institutionen, Organisationen abfragen. Und das Tolle ist daran, dass die Arbeiterkammer immer entweder Platz 1 oder Platz 2 hat. Das geht schon einige Jahre so. Und das ist ganz einfach der Beweis, dass unsere Leistungen stimmen. Und wenn wir erst das Monat Mai hier jetzt haben, aber unsere Leistungsbilanzen über 60.000 Euro zurückgeholt im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts. Leider sind auch hier viele Insolvenzen dabei gewesen. Und letztendlich, was jetzt noch läuft, und ich bin überzeugt, dass diese 13 Millionen Ergebnis, was wir vorher hatten bei der Arbeitnehmerveranlagung, jetzt in diesen Wochen sicher ein Ergebnis bringen wird, was wieder ein höheres ist wie das letzte Jahr.